Ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Heute eine Sonderausgabe gespielt. Ich hatte die Gelegenheit, die letzten zwei Tage auf der Burg Breuberg zu sein, beim Heidelberger Burg-Event und wollte einfach mal ein bisschen berichten, was ich dort gespielt habe, unter anderem Kuttner Hora und Rats of Wista, dazu aber im Laufe des Videos etwas mehr. Die Burg Breuberg liegt in Hessen, ist eine große Feste aus dem 12. Jahrhundert, auch noch sehr gut erhalten und heute eben halt als Jugendherberge ausgestattet. Und dort hatte der Heidelberger Spieleverlag mit Check Games Edition und ganz vielen anderen Verlagen, unter anderem war Yellow da, Cranio Creations, Lauter Pellet, Synapsis Games etc., eingeladen, verschiedene Spiele auszuprobieren, die schon teilweise draußen sind oder dann auch erst bis zum Herbst erscheinen werden. Das Burg-Event gibt es schon viele Jahre, war jetzt ein bisschen in die Auszeit getreten durch Corona damals, also auch durch den Verkauf an Asmodee. Und nun hat man dieses ganze Spektakel wieder zum Leben erweckt. Es waren viele Supporter von Heidelberg Games da, viele Verlage, viele Medienschaffende, so ich auch. Und ich war an zwei von vier Tagen vor Ort und habe ganz verschiedenste Sachen gespielt. Ich gehe so ein bisschen chronologisch mal vor und habe als erstes Pyramido gespielt, was von Synapsis Games ist und bei Heidelberg Games jetzt in Kürze erscheinen wird. Wir haben ja ein Puzzlespiel, was wir so ein Stück weit von King Domino schon kennen, allerdings deutlich abstrakter. Sechs verschiedene Farben gibt es und wir haben dafür so sechs verschiedene kleine Wertungsklötze. Und das, was wir machen, ist, in einem Grid von 5x4 Feldern Plättchen auslegen. Dazu haben wir immer so Plättchen mit Doppelfeldern, die wir auswählen können. Davon stehen uns drei zur Verfügung. Wir suchen uns eins aus, dann haben wir diese Farbe bisher noch nicht eben halt mit so einem kleinen Klötzchen ausgestattet. Dann müssen wir eins dieser sechs Klötzchen drauflegen, was für die Wertung hinter wichtig ist. Das machen wir so lange, bis wir dann dieses Grid von 5x4 da liegen haben. Das sollte idealerweise dann also auch vollständig sein, sonst muss man mit Aushilfsplättchen agieren, was aber gerade am Anfang noch nicht so gut ist, und sollte man es hinterher nicht mehr hinkriegen und keine Aushilfsplättchen haben, dann scheidet man sogar aus dem Spiel aus, was aber eigentlich eher unwahrscheinlich ist. Haben also eine Fläche von 5x4 und werten die dementsprechend aus. Da sind auf den einzelnen Plättchen immer kleine Symbole und wir addieren diese Symbole auf und das Feld, wo die wenigsten Symbole sind, zählt dann nochmal doppelt. Dann machen wir das Gleiche in einer zweiten Runde, doch diesmal bauen wir eben dieses Grid etwas kleiner auf, haben also einen Rand, der nicht ganz unwichtig ist, denn dieser Rand wird dann halt zukünftig auch sichtbar sein. Das heißt, man sollte idealerweise in der ersten Runde hier schon möglichst viele Symbole am Rand verbaut haben, weil man die dann in der nächsten Wertungsrunde, also alles was sichtbar ist, wieder werten kann. Machen wir in der zweiten Runde, das gleiche in der dritten und am letzten, zum Schluss legen wir noch ein Plättchen oben drauf und werten dann dementsprechend die Farben, wo wir eben halt Wertungsklötzchen dort haben. Hat mir gut gefallen. Schönes, lockeres, seichtes Familienspiel. Wer sowas wie King Domino mag, definitiv einen Blick wert. War halt auch immer eine gewisse Interaktion mit drin, denn derjenige, der das Plättchen nimmt, durfte sich es also einem Plättchen waren immer so zwei Ab- oder Nachziehstapel zusortiert und der konnte halt so ein bisschen darauf einwirken, was der Nächste dann als Plättchen in die Auswahl bekommt, was dann mitunter halt auch schon mal etwas fies gelaufen ist. Aber sei es drum, hat Spaß gemacht. Ja, dann haben wir so kleinere Spiele gespielt, unter anderem Pets vom Jam Club. Das ist so ein sehr, sehr seichtes Familienspiel in so einer, so einer angedeuteten Manga-Optik. Wir haben Tiere, die unglücklich sind und müssen mit drei Symbolen halt mit Futter, Medizin und die Oma, die Liebe verteilt, diese Tiere glücklich machen. Ziehen von so einem Nachziehstapel, müssen halt bestimmte Kombinationen erfüllen, wer als erster ziehen, Sachen auslegen hat, dann endet das Spiel, dann werden die Siegpunkte noch gewertet.
ja, seicht, aber tatsächlich jetzt nicht meins. Besser hat mir da gefallen Hungry Monkey. Das Spiel gibt es auch schon ein paar Tage vom Heidelberger Spielverlag. Wir haben vier verdeckte Karten vor uns liegen, die wir eben halt nicht kennen, kriegen noch drei Karten auf die Hand und dann spielen wir dementsprechend halt eine Karte aus. Das muss allerdings aufsteigend geschehen. Also wir haben Karten von 1 bis 11 und wenn uns das nicht gelingt, müssen wir den kompletten Abwurfstapel eben halt nehmen. Die Karten, die wir ausspielen, haben teilweise noch Sonderfunktionen. So darf ich halt beispielsweise unter meine vier Karten gucken. Ich darf eine Karte austauschen mit meiner Hand. Ich kann halt auch eine Karte spielen, wo ich dann anschließend runterspielen muss. Ich kann eine Karte kopieren oder aber ich kann eben halt auch Teile der Karten aus dem Stapel herausnehmen. Und wenn es mir gelingt, sogenannte Viererbande zu bilden, dann wird eben halt ein Teil des Abwurfstapels auch eliminiert. Ziel ist es, als erster seine vier Karten, die vor einem ausliegen, also verdeckt ausliegen, auch ausgespielt zu haben. Das funktioniert natürlich immer nur dann, wenn ich meine Handkarten los bin. Und mitunter kann es halt passieren, dass ich meine Handkarten los bin und aufgrund der Karte, die ich dann ausspiele, dann wieder Handkarten bekomme. Und somit war da schon viel Emotion am Spieltisch. Und Hungry Monkey, muss ich sagen, hat mir recht gut gefallen. Spicy fand ich ja damals auch sehr gut. Danach, die Spiele waren jetzt nicht ganz so meins. Hungry Monkey ist tatsächlich eins aus der Reihe, was ich wieder bevorzugen würde. Horrible Guild selber war nicht vor Ort, aber nichtsdestotrotz die beiden Spiele, die auch mit Heidelberg Games eben vertrieben worden sind im letzten Herbst. Evergreen ist aktuell so ein Dauergast bei mir, allerdings bei Board Game Arena, wo ich das Spiel zurzeit in dieser Alpha-Variante, fragt mich bitte nicht, wie ich da dran gekommen bin, irgendwie bin ich in diese Gruppe reingekommen, spiele. Das Spiel wird dann demnächst wahrscheinlich auch als Beta- bzw. vollwertige Variante zu spielen sein. Ich finde es eigentlich schon so okay, wie es dort funktioniert. Wir haben es dann zu viert gespielt. Natürlich ist hier die Tischpräsenz von Evergreen mit dem tollen Holzmaterial absolut. Also für mich jedenfalls, weil es sehr puristisch ist und trotzdem irgendwo so eine klassische Eleganz hat, was ganz Besonderes. Evergreen funktioniert so, dass ich aus einer Kartenauswahl mir eine Karte heraussuche und dann dementsprechend verschiedene Sprossen, Bäume wachsen lassen kann in sechs verschiedenen Bereichen. Also die Karte ist immer einem Bereich zusortiert und ich habe danach. Das ist unten auch so ein Icon auf der Karte, noch die Möglichkeit, eine zusätzliche Aktion zu machen. Beziehungsweise ich kann das auch in beliebiger Reihenfolge tun. Die anderen machen das dementsprechend auch. Eine Karte bleibt über, diese Karte wird in diesen Wertungsbereich hineingelegt. Und der Wertungsbereich ist am Ende der vier Runden wichtig, weil wir dann eben halt, wir haben Sprossen, mittlerer Baum, großer Baum, jeden großen Baum in diesem Wertungsbereich entsprechend, ja, ich sag mal, dieser runden Symbole dann werten. Also von daher müssen wir mal gucken, wie der Wertungsbereich aussieht. Den können wir auch teilweise manipulieren. Es gibt so Totenkopfkarten, damit werden dann bestimmte Karten aus dem Wertungsbereich auch wieder eliminiert. Somit habe ich einen Einfluss darauf. Wenn jemand beispielsweise in einem Gebiet sehr stark unterwegs ist, dieses ein Stück weit halt auch zu torpedieren. Ansonsten ist es eher ein solitär gespieltes Spiel. Wir spielen, wie gesagt, über vier Runden. Dabei haben wir in der ersten Runde fünf Karten, dann vier, dann drei und in der letzten nur noch zwei Karten zur Auswahl. Somit reduziert sich dann dementsprechend auch die Spieldauer pro Runde und das finde ich auch sehr angenehm, weil man sowieso ein sehr volles Board schon hat, zumal diese Sonderaktionen dann auch mit mehr Einsatz dann immer stärker werden. Wir werten immer den größten Wald. Wir haben eine Sonne, die im 90-Grad-Winkel jede Runde weitergeht und dann schauen wir uns immer an, ja, welche Bäume in der Sonne stehen, wo wer Schatten wirft, etc. Man kennt so ein bisschen das Ganze aus Photosynthesis, nur damals war dort eine höhere Interaktion gegeben, weil wir ja alle zusammen auf einem Board gespielt haben. Das habe ich teilweise sehr unangenehm empfunden. Das ist hier definitiv nicht so, weil jeder sein eigenes Board hat. Somit hat das schon eine gewisse solitäre Komponente, was ich aber tatsächlich an der Stelle auch nicht schlimm finde. The Great Split ist ebenfalls von Horrible Guild hier herausgekommen im letzten Herbst und hier haben wir ein sehr abstraktes Spiel. Wir sammeln halt verschiedene Gegenstände
bekommen an erstmal 4 Karten auf die Hand. Pro Runde dürfen wir dann immer eine Karte zusätzlich ziehen, müssen kurz schauen, wie unser Handkartenlimit ist. Diese Karten teilen wir dann in zwei Hälften auf, legen also so eine Trennkarte da rein, geben das unserem linken Nachbarn. Wir selber bekommen von unserem rechten Nachbarn so einen Stapel, suchen uns daraus eben halt einen Teil aus. Der Nachbar kriegt das wieder zurück. Wir kriegen unser hälftiges Angebot dementsprechend auch zurück. Und das, was dort eben drin ist, können wir dann auf unseren Leisten abtragen, indem wir Wissen anhäufen. Ich glaube, es sind Smaragde, Gold, Büsten etc. Oder aber eben halt auch Medaillen. Und Medaillen sind dann sogenannte Multiplikatoren, denn am Ende geht es darum, ja, aus den Multiplikatoren mit den Werten auf der Leiste, wo wir Smaragde, Gold etc. gesammelt haben, eben halt zu multiplizieren. Und hier müssen wir halt gut aufpassen, verschiedene Ketten bilden. Manchmal habe ich die Möglichkeit, in einem Bereich vorzustoßen und dafür in einem anderen Bereich zusätzliche Schritte auf der Leiste zu gehen. Ich glaube, nach 7 Runden ist das Spiel zu Ende. Es gibt noch so 2 Zwischenwertungen, wo wir halt Punkte abkassieren können. Und ja, mit dem Laufe des Spiels werden die Karten dann auch immer stärker, die zusätzlich mit hinzukommen, sodass es immer spannend ist, da seinem Nachbarn bestimmte Gebote zu machen und zu schauen, worauf geht er, was kann ich für mich selber dann noch einbehalten. Nettes Divide and Choose Spiel ist jetzt nicht der absolute Überflieger, auch wieder in der gleichen puristischen Grafik gemacht, wie auch Evergreen. Also Evergreen würde ich definitiv diesem Spiel dann vorziehen. Ja, dann haben wir noch Evora gespielt, was bei Mebo Games erschienen ist, ist jetzt im Frühjahr dann auch auf Deutsch bei Heidelberg Games erschienen. Das Spiel würde ich so weit einsortieren im gehobenen Familien- und im Kennerspielbereich. Wir gehen auf eine Aktionsleiste vor und dürfen das immer machen, wenn 3 Felder vor uns frei sind. Dann müssen wir eins der 3 Felder nehmen. Ansonsten müssen wir die nächsten 3 freien Felder in der Reihe nehmen. Das heißt, wir können halt auch hier bestimmte Sachen überspringen. Dazu kann man noch so ein Centurio wählen. Wenn man auf das Centurio-Feld geht, kann man diesen dann halt dementsprechend fortbewegen und hat dadurch noch mehr Aktionsmöglichkeiten. Was versuchen wir zu tun? Wir bauen an einem gemeinsamen Tempel, allerdings nicht gemeinsam in Anführungszeichen, denn jeder hat seine unterschiedlichen Interessen. Dieser Tempel besteht aus verschiedenen Säulen, und wir bauen einmal in die Höhe. Das sind 4 Säulenteile, die aufeinander kommen, plus eine Abschlussplatte. Und wir wollen natürlich in diesen Säulen Mehrheiten haben. Die haben wir, wenn wir 2 oder 3 Steine dort platziert haben, je nachdem, wie die anderen dann da mit platzieren. Hinzu kommen noch sogenannte neutrale weiße Säulen, die es zum einen helfen, die Mehrheiten nochmal etwas anders zu justieren. Allerdings können das auch Hindernisse sein, denn die weißen Säulen können eben halt auch Mehrheiten an der einen oder anderen Stelle klauen. Denn wir werten nicht nur die einzelne Säule in die Höhe, sondern eben halt auch in der Fläche. Wer hat auf der untersten, der zweiten, dritten, vierten oder fünften Ebene die meisten Steine verbaut? Und da kann es sein, dass die weißen Säulensteine da schon mal Mehrheiten wegnehmen. Zusätzlich kann ich an Karten herankommen, die ich in meinem Zug dann später einsetze. Die bringen mir entweder einmalige Boni, zusätzliche Zugmöglichkeiten oder aber auch Wertungsmöglichkeiten. Und an der Stelle fand ich das sehr interaktiv. Wir hatten viel Spaß dabei. Ich habe das manchmal so ein bisschen als Schmarotzerspiel empfunden, wo man aber sich gegenseitig halt die guten Plätze streitig macht. Also eine recht hohe Interaktivität. Tempelfarben sind ein bisschen bunt gestaltet für das damalige, aber finde ich jetzt an der Stelle auch nicht weiter schlimm. Evora würde ich definitiv nochmal mitspielen. Man muss allerdings schon Lust haben, auch den Gegner so ein Stück weit zu ärgern und sich halt auch ärgern zu lassen. Also das gehört einfach mit dazu. Ja, abends hatten wir dann noch, eigentlich wollten wir schon aufbrechen, und dann kamen noch die ja, Mitarbeiter von Lauter Pellet und haben uns ihre beiden Spiele noch vorgestellt. Sind 2 kurze, also so 30-minütige Familienspiele. Einmal Balloon Pop, das ist so ein Tetris-ähnliches Spiel,
aus einem Beutel. Also wir haben das zu viert gespielt. Jeder hat Handkarten von 1 bis 10, die gleichzeitig auch Beatkarten sind. Und auf diesen Karten steht drauf, wie ich diese Reihe entweder waagerecht oder senkrecht, mal gucken, ob ich es richtig gemacht habe, eben halt platziere. In den Wertungskarten, die weiter niedriger sind, habe ich auch die Möglichkeit, einen einzelnen Ballon dementsprechend auch noch rauszupicken. Das heißt, nicht einzubauen, wenn ich den gar nicht gebrauchen kann. Ja, dann wird entsprechend der Spieleranzahl sehr schöne Cubes, farbige Cubes eben halt aus dem Beutel gezogen und wir bieten eben halt auf einen dieser Vierer, auf eine dieser Vierer rein. Je höher meine Karte ich ausspiele, desto sicherer habe ich eben halt früheres Zugriffsrecht. Allerdings ist dann, wenn ich eine 10 einmal ausgespielt habe, die dann auch für den Laufe des Spiels weg. Wir haben 10 Karten auf der Hand und wir spielen 8 Runden. Ich nehme jetzt also diese Reihe und füge sie dann ja, in mein Grid ein und wie Ballons steigen die dann dementsprechend halt aufwärts, anders als bei Tetris, wo die Steine ja herabfallen, aber ist eigentlich der gleiche Mechanismus. So, und schaffe ich es jetzt an dieser Stelle eben vier oder mehr gleichfarbige Ballons zu platzieren, dann platzen die. Es gibt noch weiße Ballons, die sind sogenannte Joker. Und dann bekomme ich die Anzahl der Ballons, die geplatzt sind, minus 2 als Bonus. Es gibt noch zusätzlich Ballons, die haben so ein Pop-Symbol drauf. Wenn da zwei aufeinanderprallen oder auch mehrere aufeinanderprallen, dann ziehe ich einen Ballon ab und der Rest ist dann Siegpunkte. Hier kann ich halt auch sogenannte Doppelpops erzielen oder Triple Pops, je nachdem wie geschickt ich spiele, sodass ich halt mehrere Ballons hintereinander platzen oder Ballonreihen hintereinander platzen lasse. Das kennt man ja auch von Tetris oder von Candy Crush Saga etc. Und das gibt dann halt in der Expertenvariante nochmal zusätzliche Punkte. Und am Ende, nach den 8 genommenen Reihen, versuche ich möglichst meinen Himmel frei von Ballons zu haben, weil es dann nochmal pro Reihe und Spalte Sonderpunkte gibt, die nicht ganz unerheblich sind. Da muss man während seines Spiels schon gehörig aufpassen. Also mein räumliches Vorstellungsvermögen ist da, glaube ich, ganz wichtig. Ansonsten spielte sich das Spiel sehr, sehr flott und ich fand, anders als bei anderen Candy Crush Saga-Spielen, Tetris-Spielen, das ist sogar sehr kurzweilig und durch diese Cubes auch sehr modular, schön gestaltetes Tetris-Spiel, was bei vielen anderen nicht so gelungen ist, fand ich bei Balloon Pop wirklich sehr gut umgesetzt. Dann haben wir noch All Roads gespielt. Das hatte so ein Gefühl von einer Carcassonne-Variante. Wir haben 12 Plättchen bekommen. Und in der Mitte lag eben halt Rom, was jetzt auf den Plättchen waren, halt Straßen abgebildet. Und das Ziel ist jetzt eben halt an diese Straßen nach Rom anbauen zu wollen. Und immer wenn ich einen Weg auf eine Wiese münden lasse, konnte ich eben halt ein Haus draufsetzen. Konnte ich jetzt dieses Gebiet abschließen? Also das heißt, das Haus lag praktisch innerhalb dieser Straßen, des Straßenbereichs, wurde das aufgewertet zu einer Villa. Habe ich diese Straße noch an einen See münden lassen, dann war es, ich glaube, ein Spa, was 3 Punkte wert war, und habe ich ein Gebiet komplett umschlossen, wo gar nichts, also keine Straße, sonst nichts drin war, konnte ich noch ein Monument bauen. Und so haben wir dann eben halt immer 2 Plättchen anlegen müssen, also 2 von 4 Handplättchen, bis wir alle unsere 12 Plättchen dann gelegt haben. Und am Ende wurde gezählt, was wir noch an Holzhäusern übrig hatten. Und wer dann den wenigsten Minuspunkt hat, der hat das Spiel dann gewonnen. Ein netter Absacker, 30 Minuten. Wer Carcassonne liebt, ist sicherlich hier nochmal eine nette Variante des Spiels. Sehr kurzweilig. Wir haben immer so Semi-Kooperationen einlegen müssen, um halt gemeinsam an der Straße zu bauen, gemeinsam davon zu profitieren, hier bestimmte Straßenabschnitte abzuschließen. Dazu musste man ja physische Angebote machen, indem man halt Straßen hingelegt hat und sagt, hey, das wäre doch eine Einladung an dich, sich da an dem Bau mit zu beteiligen, denn wenn sowas abgeschlossen ist, haben dann mehrere davon profitieren können. Eigentlich ganz nett. Und man muss natürlich aufpassen, dass man nicht solche Einladungen ausspricht, dass jemand Monumente baut, denn die waren mit 4 Siegpunkten halt besonders wertvoll. Ja, schönes Spiel, hat mir ganz gut gefallen. Und dann ging es in den zweiten Tag. Ich hatte Glück, dass ich einzeln schlafen konnte. Also wir haben in der Jugendherberge übernachtet, wäre eigentlich sonst ein 7er Schlafsaal gewesen.
Somit habe ich noch eine relativ ruhige Nacht verbracht. Und am nächsten Tag haben wir dann uns direkt frühmorgens einen Tisch bei Check Games Edition reservieren können und haben dann Kutna Hora gespielt. Ein Spiel, worauf ich mich extrem gefreut habe, waren ja, also die Schachtelgrafik mit diesem Silbersiegel sieht ja echt toll aus. Kutná Hora ist eine Stadt in Tschechien, genauer gesagt in Böhmen und war im 13. und 14. Jahrhundert neben Prag die bedeutendste Stadt dort vor Ort. Das lag unter anderem daran, dass dort ja, Minen waren, wo Erz und Silber abgebaut worden ist. Die hatten sogar eigenes Münzrecht. Bis dann irgendwann im Laufe von Kriegsauswirkungen eben halt ein Großteil der Stadt niedergemacht worden ist und dann Bedeutung verloren hat. Aber wir spielen jetzt eben halt im 13. und 14. Jahrhundert und versuchen diese Stadt aufzubauen, in die Minen vorzudringen und dementsprechend dort Erz und Silber abzubauen. Wir selber sind ja, Bestandteil von drei von sechs Gilden. Das heißt, wir können nur drei verschiedene gildentypische Häuser bauen. Die anderen haben das ebenfalls so. Und ich habe immer eine Überlappung mit einem Mitspielenden, der ebenfalls an der Stelle eben halt Interesse an bestimmten Häusern hat, so wie ich das auch habe. Also da gibt es immer so einen kleinen Wettkampf. Und wir haben ein Handkartenset aus sechs Karten vor uns, wo eben halt unterschiedliche Aktionen abgebildet sind und wir dürfen immer zwei von diesen Karten spielen und auf dieser Karte ist oben eine Aktion und unten eine Aktion, aber wir dürfen uns nur für eine dieser beiden Aktionen entscheiden. Also wir haben immer pro Runde zwei Aktionen, wenn wir dran sind. Wir spielen fünf verschiedene ja, Zeitalter sozusagen oder Zeitabschnitte durch und in diesem haben wir eben halt drei Runden sozusagen. So, ich spiele also jetzt meine beiden Karten aus, für die ich mich entschieden habe, spiele die Aktion durch, dann sind die nächsten dran, spiele wieder zwei Karten aus und in der letzten Runde habe ich dann aus zwei Karten, kann ich mir eine aussuchen, um eine Aktion noch zu machen. Das ist eigentlich relativ simpel, wenn jetzt nicht diese ganzen Verzahnungen wären. Zunächst einmal muss ich, um bauen zu können, mir im Stadtgebiet ein Gebiet sichern. Am Anfang kostet das einfach 5 Geld. Danach ist es abhängig zu den Häusern, die bereits gebaut worden sind. Wenn ich dieses Gebiet gesichert habe, kommt da auch keiner mehr dran. Das kann mir keiner wegnehmen. Ich muss dann erstmal ein Gebäuderecht bei der Stadt erwerben und die Kosten sind davon abhängig, ja, wo dieses Gebäude gerade im administrativen Bereich liegt. Grundsätzlich muss man sagen, Preise sind sehr variabel. Die sind abhängig von den Einwohnern, die sind abhängig von den Minenarbeitern, die sind abhängig davon, welche Gebäude schon gebaut worden sind. Also wir haben hier eine sehr spannende Angebots- und Nachfragesituation mit sich wechselnden Preisen auch rundenweit, wo man immer mal überlegen muss, mache ich jetzt das Gebäude, um andere davon mit profitieren zu lassen? Oder aber kann ich mit diesem Gebäude gegebenenfalls auch andere oder zu höheren Preisen verleiten, was da eben halt nicht unbedingt in deren Interesse ist. So, also ich suche mir erstmal mein Gebäuderecht sozusagen aus, also das Recht, dieses Gebäude zu bauen. Ich habe, wie gesagt, meine Gildengebäude, aber ich habe auch öffentliche Gebäude. Die Gildengebäude gehören mir, die öffentlichen Gebäude sind eben halt für alle zugänglich und haben in der Endwertung nochmal einen besonderen Charakter. Dann dritte Aktion ist das Bauen. Das heißt, ich baue dementsprechend jetzt hier mein Haus hin, muss dafür einen Holzpreis zahlen, der auch variabel ist. Da kann das schon mal von 1 bis 4 weichen und dann auch schon mal relativ teuer werden. Wenn ich dieses Haus gebaut habe, manipuliere ich wiederum den Preis am Markt, oder aber noch bestimmte andere Sachen. Wenn ich eine Mine baue, kann ich halt, wenn ich also ein Gebäude aus dem Bereich Erzabbau baue, dann habe ich noch zusätzlich eine Mine, die ich auf dem unteren Spielplan bauen kann. Da geht es dann halt in die Tiefe und über 4 Level. Und auch hier muss ich bestimmte Bereiche für die Entwertung eben beachten. Ich habe die Möglichkeit, Einkommen zu erzielen. Geld ist irgendwann knapp, und hier hängt es davon ab, welche Gebäude ich gebaut habe und je nachdem, welche Produktionen ich dort auch voranschreiten lasse auf den Plättchen, bekomme ich eben halt
multipliziert mit dem Preis mein Einkommen, mit dem ich dann anschließend wieder bauen kann. Und ich habe eine sogenannte St. Barbara, das ist die große Kathedrale dort vor Ort, an der wir gemeinschaftlich bauen, die mir einfach Bonuspunkte bringt. Dazu muss ich aber vorher solche Wappen erwerben, sonst habe ich die gar nicht die Möglichkeit, bei St. Barbara zu bauen. Und es gibt noch eine Joker-Karte, die mir hilft, ja, ich sag mal, wenn ich leider eine Kartenkombination abwerfen musste und die Aktion trotzdem noch brauche, dann kann ich diesen Joker einsetzen, der kostet mich aber Reputation. Reputation ist nicht ganz unwichtig. Reputation bringt mir entweder Minus- oder Pluspunkte oder je nachdem, wie hoch meine Reputation ist, auch ja, günstigere Baukosten. Das Ganze machen wir 5 Runden lang, sehr verzahnt. Wir haben noch dann die Möglichkeit, wie gesagt, in den Minen hineinzugehen, dort auch Eisenpreise, Silberpreise anzupassen. Es gibt dann so, also der Mechanismus ist echt nett gemacht. Ich habe immer so Karten, die ich dann dahinter stecke, um eben halt die Preismechanismen zu verändern. Mir hat Kutna Hora tatsächlich sehr gut gefallen, schön verzahnt, immer mal wieder ein Mangel drin, knackige Entscheidungen, aber jetzt auch nicht wahnsinnig viele Entscheidungen. Das Spiel wird zuerst rauskommen, wohl auch auf Deutsch, wie ich verstanden habe. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Aktuell, muss ich sagen, hat mir das wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, dann haben wir gleich den nächsten Kracher. Also es waren zwei etwas dickere Bretter, die wir da an dem Tag oder gestern ge gebohrt haben. Rats of Wister, das neue Spiel von Cranio Creation und Simeone Luciano und Danilo Sabia, die sich dafür verantwortlich zeigen. Friedliche, nette Rattengrafik, die wir eben halt auf dem Cover haben. Ratten brechen aus dem Labor aus und ja, versuchen sich ein neues Zuhause zu schaffen. Wir haben einen großen Spielplan, wo ein Haus abgebildet ist, wo die Ratten dementsprechend laufen. Und wir haben einen Bereich, so ein Aktionsrad, würde ich das mal so bezeichnen, wo wir dementsprechend ja, 6 verschiedene Aktionen auswählen können. Wir haben 3 Hauptmitglieder des Stamms, die wir dann auf dieses Aktionsrad einsetzen. Wir spielen in Summe 5 Runden. Und wenn wir dieses Mitglied dort einsetzen, dann können wir dementsprechend eine Hauptaktion machen und eine Nebenaktion, die auf dem Rad abgebildet ist. Das Rad geht immer rundenweise ein Stück weiter, sodass wir immer unterschiedliche Kombinationen haben. Jetzt kann ich diese Hauptaktion aber nur dann machen, wenn ich meine eigenen Ratten dort eingesetzt habe. Dieses Rad ist in 3 Bereiche unterteilt: einen Wald, einen Wiesen- und einen Erdbereich. Und dort kann ich eben meine Ratten platzieren. Am Anfang habe ich 2 davon, das ist also so ein gewisser Worker-Placement-Mechanismus zum Action Selection sozusagen, also eine Kombination. Ich kann mir aber weitere Ratten freischalten, indem ich Schlafräume ausbaue. Dazu muss ich aber auch in meinem Rattenbau Höhlen erstmal bereitstellen, wo eben halt die Betten dann stehen. Und je mehr Ratten ich nutze, umso stärker werden dann auch meine Hauptaktionen. Wobei die können nicht einfach nur irgendwie jedes Mal neu eingesetzt werden. Dazu brauche ich halt auch so be bestimmte Movement-Chips, um halt die Ratten von innerhalb dieser 3 Bereiche wandern zu lassen. Sehr modular, sehr verzahnt habe ich hier eben halt auch noch so einen kleinen Engine-Builder, weil wir haben noch zusätzlich Karten, die wir uns kaufen. Da gibt es 2 verschiedene Kartentypen, die auch eine unterschiedliche Stärke haben. Und diese Karten haben bestimmte Voraussetzungen, wo ich Ressourcen abgeben muss, etc. Und wenn ich die ausspiele, habe ich Einmaleffekte, ich habe dauerhafte Effekte, ich habe einen Einkommenseffekt. Also immer dann, wenn ich Einkommen bekomme, habe ich dort was ich möglich machen kann. Ich habe so einen Einrundeneffekt, wo ich die Karte dann tappe. Oder ich habe am Ende Siegpunkteffekte. Also da ist schon eine Menge an Material drin. Und also die Karten auch dementsprechend nicht ganz so unwichtig. Und zusätzlich muss ich mit meinen Ratten noch einmal durch das Haus stöbern, weil hier befinden sich verschiedene Schätze, verschiedene Missionen, die ich erfülle. Und diese Missionen kombinieren wiederum mit den Symbolen auf Karten. Da sind 5 verschiedene Symboltypen angebracht, die ich eben dementsprechend einsetze. Wenn ich so eine Mission erfülle, muss ich beispielsweise 2 von diesen Symbolen bei mir eben halt vor Ort haben. Damit kann ich einen Cube auf diese Mission legen und schalte mir wiederum weitere Boni in meinem Rattenbau frei. Also ihr merkt, da sind schon echt viele Kettenzüge und Verzahnungen drin, wo ich mir Boni freischalte,
Gleichzeitig kann ich mir auch noch Gastratten einladen, die am Ende Siegpunkte bringen und mir zusätzlich noch Boni, auch während des Spiels in der Einkommensphase, auch wieder hier einmalig oder dauerhaft etc. zur Verfügung stellen. Wir waren nach den ersten ein, zwei Runden so ein bisschen geplättet und haben gesagt, boah, ist das viel, es ist eigentlich zu viel, da ist das Spiel komplett überladen worden, haben aber dann im Laufe der weiteren Runden gemerkt, so schlimm ist es jetzt doch nicht. Also haben dann erstmal diese ganzen Verzahnungen für uns wahrgenommen. Es waren dann Vertraute auch mit der Symbolik, mit der Fülle an Möglichkeiten, die da waren, und hatten am Ende eigentlich ein ganz gutes Gefühl bei dem Spiel. Also von daher würde ich es definitiv nochmal spielen. Es wird zu Spiel auf Englisch vorhanden sein. Da ist ja, eine gewisse Anzahl von Spielen gerade schon im Druck. Das Spielmaterial ist aber ja, sprachneutral, außer die Beschriftungen, die jetzt aber mehr Flavor sind als alles andere. Also von daher definitiv auch machbar. Ja, Rats of Vista ist halt eine Kombination aus Set Collection, Action Selection, Worker Placement. Und anderen Verzahnungen. Wer in dieser Form gerne eintauchen möchte und sich nicht von dem Rattenthema, was so friedfertig daherkommt, abschreckt, sollte definitiv da mal einen Blick drauf werfen. Mir hat es ganz gut gefallen und ich freue mich tatsächlich, das Spiel im Herbst dann nochmal in aller Ruhe auch ausprobieren zu können, wenn es dann komplett fertig ist. Die Bilder, die ich hier einblende, sind natürlich noch Prototypmaterial, so wie bei vielen anderen Spielen im Laufe der Partie auch. Ja, zum Schluss habe ich dann nochmal, das war so dann mein Absacker des Tages, noch Wooly gespielt. Wooly ist ein Ein-Personen-Spiel, was von Cranio Creations herauskommt. Für Schafliebhaber ist tatsächlich ein einfaches Puzzlespiel, wo wir eben halt mit magnetischen Teilchen versuchen, bestimmte Bilder abzubilden. Das Ganze auf einem 3x3-Grid, 4x4 oder 5x5-Grid, je nachdem, welchen Schwierigkeitscharakter ich dort habe. Sicherlich nettes Reisespiel, weil man das wunderbar im Flugzeug oder in der Eisenbahn spielen kann aufgrund des Magnetismus. Ja, wer gerne Puzzlespiele mag, da gerne reingucken. Es gab aber auch noch Vielzahl anderer Spiele, wie Anunnaki, was ja ein Kickstarter war, Time Division, glaube ich, von Heidelberg Games. Ich bin gar nicht zu allen Spielen gekommen, weil ich, wie gesagt, nur 2 Tage vor Ort war. Ein dritter Tag wäre sicherlich dann auch noch ganz nett gewesen, ging aber alles auch nicht. Irgendwann muss man auch mal wieder Richtung Heimat. Also, das waren meine Eindrücke vom Heidelberger Burg-Event und den dazugehörigen Spielen und Verlagen. Und ja, mir hat es super gefallen. Ich hoffe, es war für euch hier interessant, mal so einen Blick auf den Spieltisch sozusagen zu bekommen. Und wir hören uns dann ja zur Kolumne oder zu den News wieder. Und nächste Woche starten wir dann auch unser 4000er Fragen-Special, wo Tim, Carina und ich dann dementsprechend vor der Kamera sitzen werden, um ja mit euren Fragen umzugehen und Antworten zu liefern, wo ihr neugierig wart, was so hinter unseren 3 Charakteren und Typen so steckt. Also macht's gut, schönes Wochenende noch oder wann auch immer ihr es schaut. Schöne Woche, bis dann, euer Christoph. Macht's gut.